darf Sie alle recht herzlich begrüßen und ich freue mich, dass Sie noch so zahlreich erschienen sind. Warum? Erste Folge, ich kann Ihnen das neue Programm für Wintersemester 18/19 hier auch schon vorlegen, im Anschluss zur Entnahme für Sie. Wir werden uns wieder mit den andauernden und anhaltenden Problemen der europäischen Einheitswährung befassen. Es gelang einen ehemaligen Finanzstaatssekretär zu gewinnen. Wir werden aber auch 2018 uns erinnern an das Ende der Monarchie, der Donaumonarchie und Kaiser Franz Josef erinnern. Wir werden auch dann den Beginn der Ersten Republik, Karl Renner und den Friedensvertrag von Saint-Germain versuchen zu erinnern. Ebenso wird natürlich das Thema Brexit mehrfach ein Thema sein, einmal aus der Sicht eines Hildesheimer Dissertanten, einmal aus der Sicht einer Jean Monnet Chair Professorin aus Hamburg und aus der Sicht eines Briten selbst, nämlich Ian King aus London. Sie wissen, dass heute Boris Johnson zurückgetreten ist. Es ist einiges in Bewegung. Wir haben zuletzt erwähnen können, dass es nur noch einen weichen Brexit geben soll, also eine Freihammerzone, was auf dem Pass sein soll. Das wäre die EFTA, die ist 1960 gegründet worden, wenn Sie sich erinnern. Das war also vor genau 58 Jahren. Zurück zur EFTA, Fragezeichen. Wir werden uns beschäftigen mit Italien. Der sogenannte verstümmelte Sieg Italiens, La Vittoria Immolata, Mutilata, so heißt das, Vittoria Mutilata, also Italien, das Ende des Ersten Weltkrieges im Rahmen der deutsch-italienischen Gesellschaft. Wir werden uns mit der NATO beschäftigen, ob es eine Zukunft gibt für eine europäische Verteidigungsunion, mit Anne Goethe und der sozialen Säule, der Frage der sozialen Dimension der Europäischen Union, mit dem Thema Deutschland, Europa und der Terrorismus, mit der Wahrnehmung der verschiedenen Europas, und das ist das Programm, auf das ich mich schon freue, mit Ihnen gemeinsam im Wintersemester erleben zu können. Das für Sie im nächsten Semester, nach dem Vortrag und Diskussion von Kollegen Frasch, den ich jetzt vorstellen werde, dürfen Sie das gerne mitnehmen. Thielmann Frasch, meine Damen und Herren, sitzt am Ort des sogenannten Manchester-Liberalismus, einem historischen Gedächtnis, einem historischen Erinnerungsort, nämlich tätig ist er an der MMU, der Manchester Metropolitan University. Herr Frasch ist Reader und Professor in asiatischer Geschichte an der MMU in Manchester. Er studierte die Geschichte Südasiens, er studierte auch die europäische Geschichte, vor allem die europäische Geschichte und die Geschichte der Ideen, die Geschichte der Ideologien damit auch an den Universitäten verschiedenster Art, vor allem in Heidelberg, wo er 1995 mit einer Arbeit über das Erste Reich von Birma und seine Hauptstadt Pagan promoviert hat. Er lehrte an verschiedenen Universitäten, so in Heidelberg, in Passau, in Singapur und wie gesagt auch in Manchester. Die Schwerpunkte seiner Forschungsarbeiten bewegen sich um die Geschichte Südasiens und Südostasiens, vor allem Birma. Er ist ausgewiesen im Bereich der Geschichte des Buddhismus, der Buddhismuskunde, aber auch der Stadtgeschichte und der Technologiegeschichte. Er ist auch Member des Jean Monnet Center of Excellence in Manchester, den ich selbst vergangenes Jahr einmal besuchen durfte und einen Vortrag, den ich dort einbringen durfte, dank der Einladung von Kollegen Frasch. Sie sehen, wie die Kooperation funktioniert. Ich darf einige Publikationen nennen. Einmal zum Thema Indien-Rezeption im Film, The Empire at the Movies, India in News Reels, ca. 1911 bis 1947. Ebenfalls Publikation zur buddhistischen Ökumene, A Palai Cosmopolis, Sri Lanka and the Theravada Buddhist Ecumen. Ich möchte auch erwähnen, Südostasien betreffend Beiträge in einer Enzyklopädie, in einer achtbändigen Globalgeschichte, in Wien erschienen in den Jahren 2008 bis 2012, zusammen mit Terry Wyke, auch den Aufsatz, das wird Sie jetzt erinnern, den heutigen Vortrag, Housing the Workers, Revisiting Employer Villages in Mid 19th Century Europe. Das ist das Thema von heute. Ein englisch geschriebener Aufsatz in einem Band über Regions, Industries and Heritage. Perspectives on Economy, Society and Culture in Modern Western Europe.
Wer Herrn Tilman Frasch kennenlernen will, mit Blick aus seiner Südostasien-Asien-Expertise, ist herzlich eingeladen, im Rahmen unserer Konferenz über das Ende und den Zerfall von Imperien im Oktober im Hildesheimer Römer Belizeus Museum zu lauschen, wo er am 4. Oktober spricht über The End of the Sri Vajaya Empire. Das war, wenn man so will, wird mir im Vorfeld schon verraten, die Hanse des Ostens, ein maritimes Reich, ein Seereich zwischen China und Südostasien, wo er über 600 Jahre am Beispiel von 20 Inschriften referieren wird. Sie können sich vorstellen, was das für ein spannendes Unterfangen sein kann, wenn wir in einem Ozean von, ja man muss es wohl sagen, 100.000 bis Millionen von Dokumenten herumwarten und versuchen, hier eine Orientierung zu bekommen. Lieber Herr Frasch, ich freue mich außerordentlich, dass Sie den Weg heute über Heidelberg von Manchester kommend nach Hildesheim gefunden haben zum Thema soziale Frage im 19. Jahrhundert, die Frage von Arbeitersiedlungen. Und da ist natürlich ein Mann, der wie Sie aus Manchester kommt, hier höchst willkommen. Mit der Expertise werden wir sicher interessante Einsichten bekommen. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Kommen Sie. Ja, vielen Dank, Herr Gehler, für die freundliche Einführung und für die Einladung, hier heute Abend zu sprechen. Sie werden sich vielleicht wundern, wie ein Mensch, der eigentlich Süd- und Südostasien als Arbeitsgebiet hat, und das ist ja nun auch schon die große weite Welt, nun auf die Idee kommt, so einen solchen Vortrag. Das möchte ich vielleicht als Vorbemerkung hier kurz voranstellen. Der schon genannte Aufsatz, den ich mit meinem Kollegen Terry White zusammengeschrieben habe, ist entstanden auf der Grundlage einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen einem Lokalhistoriker in Manchester oder Regionalhistoriker des 19. Jahrhunderts und einem neu angekommenen Südasien-Historiker, Deutschen, der von der Region wenig Ahnung hatte, wo es dann immer hieß, wir fahren sowieso dahin, magst du nicht mitkommen, wir gehen das mal angucken oder ich muss da noch was fotografieren, weil ich das brauche. Und über den Besuch der in der Umgegend von Manchester gelegenen Arbeitersiedlungen, dem neuen Wohnen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Gespräche, während der Zugfahrt und ähnlichen Dingen ein Aufsatz entstanden, den ich Ihnen heute in Teilen zumindest auch präsentieren möchte. In anderen Teilen geht es allerdings über das hinaus, was ich oder was wir damals geschrieben haben. Die Industrialisierung Europas, und in dem Falle könnten wir wirklich sagen, die Industrialisierung Englands, weil um das geht es zuallererst, kommt um 1830 zu ihrem ersten Abschluss. Diese wahnsinnige Entwicklung, auch demografische Entwicklung, die in England stattfindet, im englischen Nordwesten, in Manchester und um Manchester, kommt zu einer gewissen Ruhephase und die negativen Auswirkungen, die negativen Folgen, die Unterseite der Medaille werden sichtbar. Die Verelendung der Arbeitnehmerschaft, des Arbeiters, seine Wohnverhältnisse insbesondere geraten in den Fokus der Öffentlichkeit, auch der Politik. Und um diese Wohnungsfrage zu lösen, treten verschiedene Akteure auf den Plan. Das sind natürlich zuallererst die privaten Unternehmer, Investoren, Rentiers, wie wir sie hierzulande nennen würden, Menschen, die in den Wohnungsbau investieren, um damit ihr Geld zu verdienen. Die machen den Großteil des Bauens in jener Phase in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann auch aus. Dazu treten neu aber dann kommunale Wohnbauprojekte. Erneut sind wir tatsächlich im englischen Nordwesten in Liverpool, wo diese Frage der städtischen Wohnbauinvestitionen als erstes angegangen werden durch öffentliche Baumaßnahmen in der Stadt Liverpool mit Arbeiterquartieren. Wir finden in den 1850er, 1860er Jahren die ersten Ansätze eines genossenschaftlichen Bauwesens, eines Zusammenschlusses von Arbeitern, von den Betroffenen zur Linderung der Wohnungsfrage.
die ersten Formen von Bausparkassen, Bausparvereinen, Bauspargenossenschaften, genossenschaftlich, teils genossenschaftlich, privat organisiert. Und damit komme ich zu meinem Thema heute Abend, das ich tatsächlich zuspitzen möchte. Wir finden in dieser Phase auch die ersten Baumaßnahmen, die ersten Werksiedlungen, die von Fabrikanten, von Industriellen gebaut werden in Nähe der jeweiligen Werke. Das sind, diese typologische Auflistung kommt nun selten in wirklich reiner Form zum Tragen. Wir müssen davon ausgehen, dass es verschiedene Mischformen gibt. Ich werde anhand der Beispiele, die ich noch zeigen werde, dann auch auf diese Mischformen nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte den Fokus heute Abend also auf diese Werksiedlungen, auf die Arbeiterkolonien legen. Die anderen lassen wir außen vor. Herr Gehler hat gerade so schön gesagt, wir warten durch Millionen von Daten und Akten. Das würde den Rahmen eines Vortrages sprengen, wenn man das Ganze so weit ausrichtet. Ich möchte wirklich den Fokus richten auf diese Werksiedlungen, die dadurch charakterisiert sind, dass der Fabrikbesitzer selbst in der unmittelbaren Umgebung seines Werkes, seiner Firma, eine Siedlung für die Arbeiter errichtet und auch betreibt und diese exklusiv für die Werksangehörigen zur Verfügung stellt. Das ist das, was wir klassischerweise unter Arbeitersiedlung oder Arbeiterkolonie verstehen. Der Fokus, der zeitliche Fokus, wird auf der Zeitspanne zwischen etwa 1840 und den frühen 1870er Jahren liegen. Ein sehr enges Zeitfenster ist bewusst gewählt, weil es tatsächlich in den 1840er Jahren wirklich damit losgeht. Ich werde Ihnen zeigen, weshalb es dann beginnt. Und nach 1870 in eine neue Phase dann auch übergeht, die durch die Gründung von noch größeren Fabrikstätten, könnte man dann sagen, denken Sie an Ludwigshafen oder Leverkusen hierzulande, in England sind es Bourneville oder Port Sunlight zum Beispiel, die in dieser Zeit dann gebaut werden, in größerem Maßstab und noch in einer anderen Form. Die 1840er Jahre als unterer Rand, charakterisiert durch, ich nehme nur zwei Schriften wirklich raus, die sozusagen prägend, leitend waren für diese neue Idee des Bauens. Auf der einen Seite haben wir den großen parlamentarischen Untersuchungsausschuss unter Chadwick, der 1842 einen Bericht vorlegt an das Parlament, in dem er die hygienischen Zustände in den englischen Großstädten genauer beleuchtet. Chadwicks Lösung ist, Chadwicks Befund ist vernichtend, es sind unhaltbare Zustände, wir kennen sie alle aus Beschreibungen, aus Bildern auch. Seine Lösung ist insbesondere Frischwasser, Sauberkeit, Vergrößerung der Hygiene. Und im selben Jahr beginnt Friedrich Engels vom Herrn Papa zur Industriespionage nach Manchester entsandt. Das Werk war in Wuppertal. Solomon musste in Manchester gucken, was an neuen technologischen Entwicklungen vorhanden war. Wie wir alle wissen, der junge Friedrich hatte andere Ideen, als ausgerechnet die väterliche Firma voranzubringen. Er geht mit seiner irischen Bekannten durch Manchester in die Arbeiterquartiere, in die Slums und beschreibt, was er sieht. Und sein Buch zur Lage der arbeitenden Klassen in England schlägt ein wie eine Bombe. Die englische Übersetzung lässt allerdings auf sich warten, aber es ist so ein gesamteuropäisches Buch dann auch, das also auch diese Frage nach vorne bringt und schon mal zeigt, was passiert, wenn man diese industrielle Entwicklung so laufen lässt, wie sie in England in diesem Zeitraum zwischen etwa 1790 und 1830 verlaufen ist. Nach 1870, das ist die andere Grenze, sind dann diese Standards, die in diesem Fenster entwickelt werden, akzeptiert, generell akzeptiert. Sie kommen zur direkten Anwendung, sie zeitigen weitere Konsequenzen nach sich und wir finden dann diese Fabrikstädte, die ich schon genannt habe, wie Leverkusen, Ludwigshafen, Frankfurt Höchst, natürlich nicht zu vergessen und so weiter, die nach bestimmten Grundsätzen dann schon gebaut werden, die in diesem Zeitfenster entwickelt werden.
Die Zeitspanne an sich lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Es wird experimentiert, es wird neu gedacht sozusagen, innovativ gearbeitet. Wir haben eine philanthropische Konstante darin, das Interesse, ich werde auf die Motivation zu sprechen kommen, das Interesse der Fabrikbesitzer ist durchaus, vielleicht in einem sehr geringen Maße, aber doch durchaus philanthropisch auch ausgerichtet. Und deswegen trete ich mit einem solchen Vortrag in den Europagesprächen in Hildesheim auf, wir haben diese paneuropäische interagierende Geschichte mit eingebettet. Die Ideen, die nicht nur in England, sondern auch, wie ich zeigen werde, in Europa zur gleichen Zeit entwickelt werden, werden kommuniziert, die zirkulieren innerhalb Europas, um dann in dieser Spätphase, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, zum Bau von Arbeiterwohnungen und auch Fabrikstätten zu führen. Ich möchte Ihnen heute einen chronologischen Überblick mit gefolgt von verschiedenen Beispielen geben. Ich kann nicht alle Beispiele, die es gibt, umfassend behandeln. Ich musste eine kleine Selektion machen. Ich will versuchen, die Typologie dieser Werkssiedlung der Arbeiterkolonien vorzunehmen, ihre Charakteristika herauszuarbeiten. Ich werde nach den Motiven der Unternehmer fragen, wie kommt es, dass nun Industrielle selber für ihre Arbeiter bauen, welche leitenden Interessen können wir ausmachen und am Schluss den Arbeiterwohnungsbau und den Fabrikwohnungsbau in eine europäische Dimension stellen. Auf dem Bild sehen Sie unten rechts eines der Beispiele, das ich nicht näher behandeln werde, die Familiär in Gies in Nordfrankreich, ein Palast der Arbeiter, ein anderes Lösungsmodell damals, stark diskutiert. Mit Blick auf das Fenster, das ich ausgewählt habe, ich habe gesagt, 1840, 1845, 46 geht es ungefähr tatsächlich richtig los. Wie Sie sehen, das erste Beispiel, das tatsächlich in England zum Ausdruck kam, New Lanark in Schottland, halben Weg zwischen Edinburgh und Glasgow gelegen, von Robert Owen, noch sehr stark christlichen Vorstellungen der Communitas verpflichtet, neues Zusammenleben und nach christlichen Grundsätzen an der Fabrik. Leider nur sehr kurzlebig, 15 Jahre, geht die Fabrik pleite, das Projekt wird aufgelöst, hat dann aber ein Echo in den USA, wo dann einige Siedlungen nach den Grundsätzen von Owen gebaut werden. Die Idee einer christlichen Communitas in der Arbeiterschaft als solche ist eine der Grundströmungen, die sich dann eine Generation später dann auf neue Art äußert. Und wenn wir auf diese chronologische Liste, die ich nun wirklich also relativ strikt begrenzt habe auf diesem Zeitraum. Die ersten, wir können noch Eisenheim bei Bochum mit dazu nehmen, das ist von 1846, Copley bei Halifax und dann 1851, das entscheidende Ereignis, die London Exhibition, wo es zum ersten Mal eine Werkstätte, ein Labor sozusagen gibt, eine Modellwohnung, die vorgestellt wird. 1851 Salt Air bei Bradford, 1853, zwei Jahre später, auf der anderen Seite von Liverpool, Gromborough Pool, die Crisis Candle Factory, 1861 nochmals Halifax, Edward Ackroyd baut seine zweite Siedlung, findet dann Nachahmer in Bradford nochmal bei Ripley. Auf dem Kontinent, hier sehen Sie Eisenheim, 1839 bis 1846 gebaut, eine Werkssiedlung zwischen Mimi und Hochofen. Wir haben also auch die Bergsiedlungen ausgenommen, weil die zum Standard, werde ich nochmal was sagen, dadurch bedingt sind, dass sie die Bergarbeiter direkt an der Mine wohnen und die Schächte natürlich gelegt werden müssen, wo das Blöd vermutet wird. Von daher war das relativ klar, dass die oft eine eigenständige Einheit bilden, aber als Idee durchaus auch da sind. Wir finden einige Beispiele in Frankfurt, Le Creusot in Burgund, die Cité Dollfuss in Blues, ein Textilort, die Familistère, die ich schon gezeigt habe, dieses Großprojekt und
Dann kommen wir schließlich noch zu den deutschen Beispielen aus dieser Zeit. Die Stadtsiedlung in Heilbronn, gemischt zwischen einem Papierfabrikanten, Schäufelen und der Stadt Heilbronn. Halbes genossenschaftliches kommunales Projekt, halb Werksiedlung. Aber klarer nochmal in der Werksiedlung in Kuchen bei Göppingen in Baden-Württemberg und ab 1861 die Kruppschen Werksiedlungen, die dann in rascher Folge bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein anwachsen und mit die größte Werksiedlung, die wir auf deutschem Boden dann auch haben, darstellen. Ich stelle mal die Weltausstellung London 1851 an den Anfang der Betrachtung. Weil das sozusagen die große königliche, die royale Reaktion auf das Arbeiterelend war. Prinz Albert, Coburg-Sachsen-Gotha, nicht von ungefähr ein Mensch, der anders als seine Frau, die Victoria, die war sehr alter Adel, aristokratisch und hatte mit diesen Fabrikanten im Nordwesten von England eigentlich weniger Hut. Das neue Geld, das war ihr Suspekt. Albert kam vom Kontinent, hatte andere Ideen, der konnte sehr gut mit den Chambers of Commerce in Manchester und in Liverpool, Birmingham und so weiter. Es kam also nicht von ungefähr, dass der Prinzgemahl im Rahmen dieser Weltausstellung einen Architekten, Henry Roberts, damit beauftragt, eine Modellwohnung zu bauen. Die sollte halbwegs zivilisiertes Wohnen ermöglichen, gute hygienische Standards und sie sollte erschwinglich sein. Das waren die Voraussetzungen, denen die uns durchaus ja bekannt vorkommen. Können wir heute noch im Kensington Park in London besichtigen, die stehen noch, die damals 1851 gebaut worden sind. Und Henry Roberts legt gewissermaßen den Standard fest, unter dem solche Werksiedlungen und Arbeiterwohnungen gebaut werden können. Im Ruhrgebiet heißen die vier Spänner, habe ich mir sagen lassen. Vier Wohnungen unter einem Dach, für jede Familie eine Wohnung. Sehr wichtig, das ist der Impuls, den Robert setzt, die getrennten Schlafzimmer für die Kinder, für die Jungs und die Mädchen. Sie können jetzt zur viktorianischen Prüderie und so weiter weitergehende Überlegungen anstellen. Es hat was damit zu tun. Übrigens dasselbe, zwei Jahre später hat die British Library dann getrennte Toiletten für Damen und Herren. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Also da laufen sozusagen Geschlechterscheidungen dann auch schon ab. Und entscheidend, Chadwick kommt hier zum Tragen, fließend Wasser. Ordentliche Toiletten und fließend Wasser in der Wohnung. Nicht mehr zur Pumpe, das ist sehr früh, wir haben diese Cholera-Debatte, Jon Snow und so weiter, läuft gerade an. Aber die Idee, dass man mit ordentlicher Wasserversorgung in den Wohnungen etwas bewirken kann, sprich äußere Sauberkeit spiegelt innere Sauberkeit und ähnliche Dinge, kommt hier also auch zum Tragen. Diese Londoner Modellwohnung, die 1851 auf der Weltausstellung präsentiert wird, also ein ungeheuer großes Forum hat und das Augenmerk auf sich zieht. Ich werde nochmal auf diese Frage der Wissensvermittlung, der Kommunikation innerhalb Europas und innerhalb der Welt dann letztlich auch zurückkommen. Diese Modellwohnung war nicht das erste Beispiel. Schon vorher, in den späten 1840er Jahren, hatte ein Unternehmer in Halifax, das ist eine halbe Stunde nördlich von Manchester, 50 Kilometer, Calder Valley, ein neues Werk gebaut außerhalb des Ortes in Copley, direkt am Kanal, gut angebunden und an dieses Werk eine Arbeitersiedlung direkt angeschlossen. Copley steht noch heute, kann man sich noch angucken. Das war nicht nur eine Werkswohnung, sondern das war eine Siedlung, das war nicht nur eine Ansammlung von Werkswohnungen, es war eine Siedlung mit Gemeinschaftseinrichtungen. Das ist das neue Element, das Ackroyden 49-50 einführt. Er baut eine Schule, er baut einen Lesesaal, er baut eine kleine Kapelle und
ein Wasch- und Gemeinschaftshaus, so einen zentralen Treffpunkt. Das war in dem Modell von Roberts noch nicht vorgesehen. Die Wohnungen selber sind relativ klein, orientiert sich aber sonst an genau diesen Standards, eben die separaten Zimmer, zwei Zimmer unten, zwei Zimmer oben, und damit haben also auch die Kinder getrennte Schlafzimmer, geschlechtergetrennte Schlafzimmer. Copley ist etwas außerhalb, eine relativ kleine Anlage. Ackroyden entschließt sich wenige Jahre später direkt am Hauptwerk in Halifax drin, und das ist ein riesen Fabrikkomplex, das schlägt einen, wenn man das stehen sieht, eine weitere Arbeiterkolonie zu bauen, die nach ihm selbst genannt ist. Er hat also sein Haus, so wie die Villa Hügel in Essen, oben auf dem Berg, und am Abhang zur Fabrik runter wird diese neue Bergsiedlung gebaut, nach ihm benannt Ackroyden. Ist heute ein Stadtteil von Halifax. Was er nun einbringt, ist die Idee, dass man die Häuser nicht nur baut, um sie zu vermieten, sondern als zusätzlichen Anreiz, um die Arbeiter zur Sparsamkeit, zum wirtschaftlichen Umgang mit Geld anzuregen, sie ihnen zum Kauf zur Verfügung stellen. Es ist im Grunde ein Bausparmodell. Und die Bausparkasse sozusagen, die Savings Bank, die er da einrichtet, in die die Arbeiter einen Teil ihres Lohnes einzahlen können, um diese Häuser zu erwerben, aus der geht dann die Halifax Bank hervor. Die gibt es heute noch. Das ist eine der großen Bausparkassen in England. Ja? Die Anlage ist relativ ähnlich, wenn Sie die beiden sich sehen. Unten ist Copley, oben ist Ackroyden. Die Häuschen ähneln sich. Es gibt so diesen, ich sagte es bereits, diesen Standardgrundriss, der eingerichtet wird. Ackroyden allerdings weicht insoweit ein bisschen davon ab, dass die Häuschen tatsächlich zum Kauf vorgesehen waren und damit die Standardausstattung etwas niedriger war als bei den ursprünglichen Sachen. Die hatten zum Beispiel noch die Toiletten hinten im Hof, nicht direkt am Haus. Das war so eine Sache, die oder abgelehnt. Der zusätzliche Anreiz ist, glaube ich, nicht so ganz gut zu erkennen. Auf dem eingeblendeten Bild sehen Sie über den Giebeln der beiden Eingangstüren jeweils so einen Stein eingelassen mit den Initialen AT links und IK rechts. Wenn es dem Arbeiter gelungen war, das Haus käuflich zu erwerben, kamen seine Initialen auf den Schlussstein, sozusagen. Das war, ich habe es geschafft, das Äußere Kennzeichen. Wir bleiben in der Gegend, Bradford, dreiviertel Stunde nördlich von Manchester, in Salt Air. Titus Salt, ebenfalls ein Textilmagnat, entwickelt ein Verfahren zur Alpaka-Spinnerei. Das ist eine etwas anderer Rohstoff als die sonst verwendete Baumwolle. Er macht auch Alpaka-Baumwollgemische, entwickelt eine Maschine, die diese Alpaka-Fäden, Haare kämmen und vorrichten kann. Und weil Bradford, das also in den 1840er Jahren als mit das dreckigste Loch im ganzen Nordwesten Englands gilt, manche von meinen Studenten sagen, ist es heute noch, zieht er auf die grüne Wiese, baut eine neue Fabrik am Fluss Aire, direkt am Kanal, den Eisenbahnanschluss, allen drum und dran, und baut nun, Sie sehen ein Luftbild der Bergsiedlung mit dran, mit allem, was dazugehört. Ein Park, der ist auf jeden Fall oben links zu sehen, da sind die Bäume zu erkennen, mit Sportfeld, mit Bowling Green, mit Cricketfeld, eine Communal Hall, das ist dieses Gebäude ziemlich in der Bildmitte mit dem Türmchen, Victoria Hall, das ist so ein Gemeindesaal mit hinten drin sind Werkstätten, damit der Arbeiter sich weiterbilden kann in seiner Freizeit am Sonntagnachmittag, ein bisschen an der Drehbank arbeiten oder ähnliches. Also die Idee der Rational Recreation ist da drin. Er baut ein Altenheim, er baut ein Krankenhaus, eine Schule, eine Kirche, einen Speisesaal, ein komplettes Dorf mit allem drum und dran. 1851 begonnen, 55, 56 ungefähr, es gibt da noch ein paar Erweiterungen.
klar der Standard. Wir sehen den Zusammenhang zwischen der Weltausstellung London und dem Bau dessen. Und Salt Air ist Weltkulturerbestätte inzwischen seit 2004 als einzige von diesen Arbeitersiedlungen, die in dieser Zeit gebaut worden sind. Gehen wir noch auf zwei oder drei Beispiele aus dem süddeutschen Raum. Die Staubsche Arbeitersiedlung in Kuchen, das ist bei Göppingen in Hilstal, wo ein schweizerischer Unternehmer Adolf Staub eine neue Textilfabrik errichtet, ebenfalls ein Stück außerhalb des Ortes. Und auch er baut an seine Textilfabrik eine kleine, relativ kleine Arbeitersiedlung mit Gemeinschaftseinrichtungen, dem Waschhaus, der Schule, einem Speisesaal, Restaurant, Kneipe, mit einer insgesamt sehr, sehr guten Ausstattung. Das ist schon 5-10 Jahre später. Also Tapeten an den Wänden, Holzverkleidungen, der rote Pfeil unten zeigt das Einbaubett unter der Treppe und solche Dinge sind dann schon, also es wird, ich will nicht sagen richtig luxuriös, aber für die Standards der Arbeiter zu der Zeit waren das durchaus also Dinge, die sonst im Grunde unerschwinglich waren. Das Ganze kommt um einen Preis und das bringt uns auf eine Frage, wie wird es denn unter den Zeitgenossen, unter den Arbeitern mit diesem Angebot umgegangen. Gucken wir erstmal so ein paar Auszüge aus der Hausordnung. Die Plätze von Wohnungen müssen stets rein und gut gekehrt sein und sind einmal in der Woche mit Wasser zu fegen. Alles, was Sie an Vorurteilen über Schwaben mit sich tragen, der Schwab und sein Kehrbuch, finden Sie hier bestätigt. So sind wir nun mal. Nach 10 Uhr abends darf sich kein Arbeiter mehr im Wirtschaftslokal aufhalten, also in diesem Restaurant, Speisesaal, Kneipe. Es ist untersagt, Kinder ungewaschen, ungekämmt oder in zerrissenen Kleidern umhergehen zu lassen. Auch das ist Teil der Hausordnung. Wenn Sie eine zeitgenössische Fabrikordnung daneben halten, finden Sie ungefähr dieselben Paragraphen mit Reinlichkeit, Grundsätzen, Sinn für Schönes entwickeln, das kleine Hausgärtchen war für Blumen vorbehalten, musste mit Blumen gepflanzt werden und. Also ein sehr, im Grunde sehr detaillierter Eingriff in das Privatleben, in den Rückzugsbereich des Arbeiters, im Grunde eine Ausweitung der Fabrikordnung auf die restlichen Stunden des Tages, denen sich der Arbeiter dort unterwarf. Und es ist dann tatsächlich so, dass also in der zeitgenössischen Literatur gewerkschaftlichen oder arbeitnehmerschaftlichen Vertretungen, würde man sagen müssen, die Mitglieder der sich bildenden, des Arbeitervereins, gucken mit sehr kritischen Augen auf diese Wohnmodelle und es spitzt sich dann zu in den späten 1860er und 1870er Jahren auf die Debatte, darf ein ordentlicher Arbeiter, der auch das rechte Bewusstsein hat, in so eine Wohnung einziehen, ohne sich wirklich seine Seele ganz an den Fabrikanten zu verkaufen. Die werden also durchaus kontrovers diskutiert. Ich habe die Stadtsiedlung Heilbronn erwähnt, in einer Fabrikstraße gebaut, direkt hinter der Fabrik Scheufelen. Ich habe nur das Modell ausgewählt, um zu zeigen, die Viererwohnung unter einem Dach, dann hier nochmal in Reihe gestellt, ist also das Grundmodell, das wir sozusagen durch ganz Europa hindurch dann finden. Die Aufnahme unten rechts, alles vom Stadtarchiv in Heilbronn, die haben freundlicherweise alles online gestellt, die zeigt die Siedlung vor dem Abriss. Die Altstadterneuerung, die in den 60er und 70er Jahren durch Deutschland fegte, hat leider nicht nur Gutes geschaffen, da hat es zum Teil eben auch, wo wir heute sagen würden, man hätte nochmal drüber nachdenken können, ob man so ein Modell nicht durchaus dann bewahren sollte. Letztes Beispiel, ich habe es gesagt, Krupp, allein durch seine Größe und Umfang sicherlich maßgeblich im Bereich des Arbeiterwohnungsbaus in Deutschland.
Es beginnt mit einer sogenannten Arbeit en Ménage bereits in den 1850er Jahren, also einer Wohnung für die unverheirateten Arbeiter und dann einer kleinen Reihe von Meisterhäusern, also die qualifizierten Facharbeiter sind als erstes dran. 1861 folgt dann aber die erste tatsächliche Arbeiterkolonie, wie sie in Essen heißen, die Kolonie Westend. Zu Anfangs, wenn wir die Ausstattung uns angucken, noch relativ einfach ausgestattet, auch kaum Gemeinschaftseinrichtungen, also die Idee einer Community, die geschaffen werden soll, ist da noch nicht zu erkennen. Allerdings, sie haben alle schon das Gärtchen mit dabei. Das ist also so das große Ausstattungsmerkmal, das Leben im Grünen, die Kartoffeln im Hinterhof, mehr oder weniger. Um solche Dinge geht es natürlich, den Hühnerstall, Kartoffelanbau, Bohnen, was auch immer. Ja. Es folgen in sehr rascher Reihenfolge bis, ich habe hier nur die bis 1875 entstandenen, weiteren Arbeiterkolonien, Kupfschen Arbeiterkolonien aufgezählt, also Neuwestend, Nordhof, Baumhof und die Siedlung Kronenberg, die Sie hier im Hintergrund abgebildet sehen, alle werksnah, die langsam im Standard ansteigen, also die Ausstattung wird besser, die Wohnfläche wird etwas größer, die verwendeten Materialien werden besser und so weiter und es treten die ersten Gemeinschaftseinrichtungen hinzu. Die Schulen, die Gemeinschaftshäuser und ähnliche Dinge. Versuchen wir einmal die Charakteristiken, die Kennzeichen der Werksiedlungen zusammenzufassen. Zum einen ist es die schlichte Größe. Es sind two down, two up, also vier Zimmer normalerweise, plus eine kleine Küche, der Wasseranschluss in der Wohnung, zum Teil eben eingebaute Möbel, ordentliche Wandverkleidungen, Tapeten, die separaten Schlafkammern, auch der Garten bzw. die Ausstattung, die Hintergebäude, der Holzschuppen oder der Kohleschuppen, die mit angebaut werden an diese Siedlungen, die im Vergleich zu dem, was ein Arbeiter sonst um 1850 oder 60 erwarten konnte in der jeweiligen Region, weit über dem Standard lagen. An dieser Stelle muss ich eine ganz kurze Fußnote einfügen, weil, wenn ich sage, diese Arbeiterwohnungen der Fabrikanten waren weit besser ausgestattet als das, was Arbeiter sonst zu erwarten hatten. Wir wissen nicht genau, was der tatsächliche Standard durchschnittlich immer war. Das ist also sehr schwer herauszufinden. Allerdings, wenn wir uns, ich habe hier zwei Abbildungen aus den 1830er Jahren und eine von Zille aus Berlin in den 1890er Jahren mit dazu genommen. Ich glaube, die zeitgenössischen bildlichen Darstellungen sind doch relativ klar in der Gedrängtheit des Raumes. Es ist tatsächlich nur eine Stube, in der sich alles abspielt. Da stehen die Betten, da steht ein Ofen links, da steht ein kleiner Tisch. Da teilen sich Mensch und Vieh, der Hund, die Katze, denselben Raum. Auch in Berlin der 1890er Jahre sieht es noch nicht so furchtbar viel besser aus. Sodass wir zumindest im Bereich der Größe sagen können, da bieten diese Werkssiedlungen mehr. Was immer wir an Ausstattungsmerkmalen sonst finden können in zeitgenössischen Beschreibungen, scheint ebenfalls darauf hinzudeuten, dass die Standardausstattung dieser Werkssiedlungen etwas besser war als das, was es sonst gab. Also rohe Ziegel oder einfacher Gipsverputz gegen Tapete oder Holzverkleidungen und so weiter. Größe Ausstattung sind ein Merkmal dieser Werksiedlungen. Die Hausgärten bzw. diese Einbettung in ein grünes Umfeld. Bäume, Parks, Sportfelder, Spielwiesen, Spielplätze, ein weiteres Kennzeichen. Wenn Sie sich an das Titelbild erinnern, das ist die Cité Dollfuss in Luz. Ich noch mal ganz kurz zurück. Sie sehen, es ist grün.
in dieser Werksiedlung. Das ist das, was an diesem Bild tatsächlich nachkoloriert. Nehmen Sie die Farben nicht für echt, aber die Bäume, die Gärtchen, die Wiesen sind doch deutlich sichtbar. Wir haben in Bradford einen Park mit angebaut. Die Grünflächen, die Sportfelder, auch als Gemeinschaftsräume, sind alle mit eingeplant. Als drittes Merkmal kommen hinzu, in allerdings unterschiedlichem Maße, das habe ich ja versucht deutlich zu machen bei den Beispielen, die verschiedenen Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen. Es ist zuallererst ganz oft ein Bad oder Waschhaus, wo die Wäsche dann zu waschen ist. Es ist ein Speisesaal oder ein Essraum, der oft in Form eines Restaurants, einer Bar dann auch fungiert. Ein großer Zankapfel, weil viele der englischen Fabrikanten waren Quäker und wollten keinen Alkohol ausschenken in ihren Restaurants. Führte dann dazu, dass dann also in Port Sunlight wurde dann 1890 abgestimmt und die überwiegende Mehrheit der Arbeiterschaft hat sich dann für den Ausschank von Alkohol bereit erklärt. Wenig verwunderlich eigentlich. Reibungspunkt. Wir finden Einrichtungen für Kranke, wir finden Einrichtungen für Ältere, Altenheime, also wer aus der Wohnung raus muss, muss nicht gleich aus dem Ort wegziehen, kriegt noch ein Zimmerchen im Altenheim. Wir finden Bildungseinrichtungen verschiedenster Art, meistens eine Art Grundschule. Je nach Zugehörigkeit, viele waren wie gesagt Quäker oder Kongregationalisten, bauten dann eine Kirche, ein religiöses Versammlungshaus noch mit dazu. Wir haben Bibliotheken natürlich ganz wichtig bei den Bildungseinrichtungen, Lesesäle und sehr oft auch Werkstätten auf die eine oder andere Art. Dass man also den Sonntagnachmittag nicht müßig verbringen musste, sondern seine handwerklichen Fähigkeiten trainieren konnte an einer Drehmaschine oder was auch immer zur Verfügung stand. Das bringt mich auf die Motive der Bauherren. Wie kommen Fabrikanten im der Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Idee, nun Wohnungen für ihre Arbeiter zu bauen, die gemessen an dem, was als Standard angenommen werden kann, durchaus mehr boten als das, was den Arbeitern sonst zugänglich gewesen wäre. Es sind also zwei Fragen. Erstens mal, warum bauen sie überhaupt? Und zweitens, warum dann wirklich so qualitätsvoll? Die erste Frage lässt sich im Grunde mit zwei ganz simplen, ich sag mal materialistischen Motiven beantworten. Das eine ist natürlich ganz klar die praktische Notwendigkeit. Wenn ich, wie Herr Staub im Kuchen, wie Herr Salt im Saltair, eine Fabrik baue, die 5, 6, 8 Kilometer außerhalb des nächsten größeren Ortes, der nächsten größeren Stadt ist, muss ich dafür Sorge tragen, dass die Arbeiter eine Möglichkeit haben, zur Fabrik zu kommen. Die gehen keine 8 Kilometer morgens um 4 zur Arbeit und abends um 9 wieder zurück. Das ist zu weit. Die kommen nicht oder kommen kurz und gehen dann wieder weg. Und also man muss ihnen eine Wohnmöglichkeit in der Nähe der Fabrik bieten. Das gilt, ich habe schon darauf hingewiesen, natürlich insbesondere für die Bergwerkssiedlungen, die wir immer um die Schächte finden. Die sind sozusagen ein Sonderfall dessen, was ich hier betrachte. Aber es ist sicherlich ein klares Motiv für im Grunde die meisten der Fabriken Copley. In Essen, bei Krupp sieht es anders aus. Krupp baut in Essen direkt um die Fabrik mitten in der Stadt, weil ein expandierendes Essen 1860 bereits keinen Platz mehr für Arbeiter bietet. Und an diesem Punkt sagt Krupp dann ganz klar, wenn ich gute Arbeiter haben will und seine Firma brummte ja nun, dann muss ich schauen, dass die auch in der Nähe des Werkes wohnen und er fängt an, direkt um die Fabrik und um die Gießereien herum diese Anlagen anzulegen. Das zweite klar identifizierbare Motiv ist das finanzielle Interesse. Der Bau einer Werkswohnung ist im Grunde
nichts anderes als eine Diversifikation der Investitionen. Man baut, um über Mieteinnahmen eine gewisse Rendite zu erzielen. Da unterscheidet sich der Fabrikant in nichts von dem privaten Bauherrn, der ein Reihenhäuschen baut, in der Hoffnung darauf, dass er im Keller und im Erdgeschoss und im ersten Stock jeweils eine Familie unterbringen kann, die sich mit ihren 10 oder 12 Köpfen da in das eine Zimmerchen einquetschen. Ja? Auch der Bausparverein Halifax Ackroyd geht ganz klar in diese Richtung. Es ist eine Investition des Industriellen in ein anderes Geschäftsfeld, das im Laufe der Jahre, Jahrzehnte durchaus renditeträchtig ist. Das ist eine gute Idee. Wir haben in Manchester der 1860er Jahre die Cotton Famine, als im amerikanischen Bürgerkrieg die Baumwolle ausbleibt und der Rohstoff ausbleibt und die Fabriken reihenweise zumachen müssen. Da ist mit Tuchen, mit Spinnerei und Weberei nicht mehr viel Gewinn zu erzielen, aber die Werkswohnungen, die es damals dann schon gab, raufen immer noch ab. Ein dritter Punkt, verwandt zum ersten, sage ich mal, ist die längerfristige Bindung von Arbeitskräften an die Firma. Und hier sind wir jetzt bereits in dem Bereich, wo es über diese Frage des Baus an sich hinausgeht. Warum werden die Wohnungen so gut ausgestattet? Der Anreiz, an die Arbeiter in einem besseren Umfeld zu wohnen, wird durch solche Wohnungen nochmal unterstrichen. Ich hatte in Manchester jetzt schon zwei Magisterarbeiten, die genau dieser Frage auch nachgegangen sind. Es ist allerdings sehr, sehr schwierig herauszufinden, ob diese Idee wirklich funktioniert hat, ob man also langfristig Arbeiter binden konnte, indem man sie in die Siedlung holte und dass sie dann auch dort blieben. Die Fluktuation unter Arbeitskräften, gerade auch unter Facharbeitskräften, war sehr, sehr hoch und von daher würde es Sinn machen. Allerdings sind die Daten, wir haben in England den Zensus, der alle 10 Jahre stattfindet, also 1851, 61, 71, und das ist im Grunde dann zu lückenhaft, um solche kurzfristigen Konjunkturen dann tatsächlich zu erfassen. Also wir haben die Studenten, die darüber arbeiten, geschrieben haben, haben tatsächlich Anzeichen für beides. Also es gibt Familien, die bleiben, das ist ganz klar, da zieht auch dann der Sohn ins Nachbarhaus ein oder über die Straße rüber und bleibt am Werk. Aber es gibt eben auch Zensusberichte, die zeigen, dass von 51 bis 81 alle 10 Jahre jemand anderes im selben Haus wohnt. So, ist noch eine Frage, die man zunächst mal einfach so in den Raum stellen kann. Ein vierter Punkt ist die Frage der Ausdehnung der Kontrolle. Paternalismus zunächst, der Industrielle, der Fabrikant als Pater Familias, der sich um seine Arbeiterschaft wie ein Herr im Lebenswesen sozusagen kümmert und für sie sorgt. Fürsorge und Treue, die beiden klassischen Motive. Anhand der Fabrikordnung der Kuchener Arbeitersiedlung lässt sich das auch sehr schön illustrieren, wie also diese Hausordnung und die Fabrikordnung im Grunde korrespondieren. In Deutschland, im Bereich des Deutschen Reiches, muss ich sagen, findet sich dies sehr oft verknüpft mit dem tatsächlichen Hinweis auf das Ansinnen, die Arbeiter von den Verführungen des Sozialismus fernzuhalten. Wer in die Krupp'sche Werkswohnung einzieht und der SPD oder dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein beitritt, fliegt. Staub in Kuchen ist exakt derselben Meinung. Ja, will er nicht haben, geht gar nicht. Wer also sozusagen das rechte Klassenbewusstsein an den Tag legt, verliert damit nicht nur seine Arbeitsstelle, sondern auch gleich noch das Dach über dem Kopf. Kommt mit dazu. Also, Sie verstehen auch, weshalb diese Diskussion innerhalb der Arbeiterbewegung um diese Werkswohnungen durchaus mit guten Argumenten auch sehr erbittert geführt worden ist in den 1870er, 1880er Jahren. Ja, es ging um etwas Existenzielles für die Arbeiter in beiderlei Richtungen.
Das fünfte Thema, und das war das Thema, das uns ein Stück weit auch mit umgetrieben hat, also Terry White und ich selbst, ist die Frage der Philanthropie. Wie viel, wenn wir all diese vier Motive sozusagen, das materielle Interesse, die immateriellen Gewinne, die sich durch diese Werkswohnungen erzielen lasse, Bindung der Arbeiter, Elimination der Arbeiterbewegung, ähnliche Dinge. Wenn wir alles das in Rechnung stellen, wie viel Philanthropie bleibt dann tatsächlich noch übrig? Es gibt da ein Buch von Joel Tarn, 5% Philanthropy genannt, der sagt, es waren so, also 5% irgendwo dürften noch übrig bleiben. Wir haben es allerdings, und da kommen wir nochmal auf New Lanark und Robert Owen zu sprechen, zum einen mit Arbeitgebern, mit Fabrikbesitzern zu tun, die ein ganz klares, erkennbares christliches Bewusstsein haben. Egal, ob sie nun, die wenigsten waren tatsächlich in England Anglikaner, das waren Quäker bzw. Congregationalists, also die hatten im Grunde ihre eigene Kirchengemeinde auch gleich noch mit da. Pfarrer kam auch mit auf die Gehaltsliste und dann war gut. Also vor diesem Hintergrund ist also sozusagen diese christliche Idee einer Communitas, zumindest vor dem Altar, durchaus in Rechnung zu stellen. Und in manchen von den Schriften, die wir haben, wenn also Aykroyd oder Staub über ihre Modelle schreiben und Rechenschaft darüber ablegen, was sie Gutes getan haben, wirklich der Geist des Protestantismus, der da zum Tragen kommt, dann klingt das auch immer an, dass sie wirklich etwas Gutes tun wollten. Also dass die kleinen Extras, diese Extra-Ausgaben für die Innenausstattung, für die guten Materialien und so weiter, waren durchaus intendiert. Andererseits, wir haben es in dieser Phase mit Milliardären, ist im Grunde noch zu gering angesetzt. Das waren die Bill Gates des 19. Jahrhunderts nach ihrem Vermögen. Da spielten ein paar Pfund extra für eine Innenausstattung eigentlich keine Rolle. Also richtig, richtig wehgetan hat es nicht. Selbst als Shelfline geht es nur schwer durch. Gut. Ich versuche mich an zwei zusammenfassenden Betrachtungen, zunächst zu den Werksiedlungen an sich und dann im nächsten Bild möchte ich das Ganze noch in einen europäischen Zusammenhang stellen. Das Erste, was man natürlich jetzt in der Reflexion über den Vortrag klar sagen muss, dass wenn wir diese Werksiedlungen als den Teil eines sozialen Wohnungsbaus betrachten, beschäftigen wir uns mit einer sehr, sehr marginalen Sache. Die Größe der Siedlungen an sich, Kuchen etwa 400 bis 500 Einwohner, Salt Air dürfte auf etwa 4.500 gekommen sein, die war schon relativ groß, Sie haben das Bild gesehen. Die Kruppschen Werkswohnungen und Arbeiterkolonien beherbergten um 1900 etwa 11.500 Arbeiter und das war mit Abstand die größte Anlage, die wir haben. Copley 650 Einwohner, Aykroyden knapp über 1000. Also wenn wir das Ganze gegen den, ich sag mal, Berliner Mietskasernenbau dann, der danach kommt oder ähnliches setzen, dann gucken wir auf sehr, sehr kleine Experimentierfelder. Das ist ganz klar. Also in der Geschichte des sozialen Wohnungsbaus sozusagen sind diese Arbeitersiedlungen eher eine Marginalie als tatsächlich im Zentrum angesiedelt. Allerdings sollte uns dies nicht verkennen lassen, dass die Qualität, die qualitative Ausstattung, das Grün außenrum Modellcharakter hat für die Nachfolger. Alles, was dann kommt, in England Port Sunlight bei Liverpool, das ist die Lever Sunlight Werksiedlung, Bourneville, das ist Cadbury bei Birmingham, Schokoladenfabrik, Hemsworth Ludwigshafen und der Rest von Ludwigshafen, der da so um BASF rumwächst, Frankfurt Höchst, die Höchstwerke, Leverkusen und so weiter, die machen sich diese Prinzipien des Arbeitersiedlungsbaus zu eigen und vergrößern den Maßstab. Das ist die eine Sache.
Das andere ist, dass bestimmte Punkte, wie eben zum Beispiel die Grünflächen, dann in die Gartenstadtbewegung, also Ebenezer Howard, Cities of the Future und so weiter, ganz direkt reinfüttern. Die Idee, dass der Arbeiter Grün um sich haben soll und damit er gesünder und vielleicht auch glücklicher lebt, ist Standard ab 1870 und fließt auch in der Form in die Literatur ein. Wir hatten angefangen mit einem Blick auf die Arbeitersiedlung, auf die Werkssiedlung im Nordwesten Englands. Und tatsächlich ist da eine Konzentration dieser Anlagen zu finden. Mein Kollege sagte, das gibt es nur hier. Ich sagte nach der dritten dann, ein paar Dinge kenne ich auch. Und das, wir sind zeitlich ungefähr in derselben Dekade angesiedelt. Ja, fünf Jahre hin oder her. Da ist mehr als nur South Air oder McRoyden zu gucken. Wir haben es tatsächlich mit einem gesamteuropäischen Phänomen zu tun. Es ist nichts, was nur den Nordwesten Englands betrifft, dafür den vielleicht mehr als jede andere Region Europas, aber insgesamt haben wir das an sehr vielen Stellen in Europa zu finden. Und ich nehme für mich oder für uns auch nicht in Anspruch, dass wir alle diese Modelle aus dieser Zeit tatsächlich erfasst hätten. Terry wusste noch von einer Siedlung in Mailand, die irgendwann um die Zeit entstanden sein soll. Wir haben sie nicht so schnell gefunden. Setzt auch Sprachkenntnisse und Ähnliches dann voraus. Diese gesamteuropäische Dimension, die ich hier postuliere, zeigt sich auch an der Art und Weise, wie diese Modelle kommuniziert werden oder zirkulieren innerhalb Europas. Ich habe bereits deswegen auch mit der Weltausstellung in London 1851 begonnen. Da kommen Millionen Menschen nach London, die gucken sich auch andere Sachen an, sind nicht alle in Kensington Park gefahren, aber die an solchen Dingen Interesse hatten, waren da, konnten sich das angucken. Le Creusot, nein, das war vorher einer von den französischen, die Famistère. Meines Wissens, wenn ich mich recht entsinne, nehmen Sie mich nicht beim Wort bitte, beruhte darauf, dass der Bauherr nach London gereist war und diese Idee einer Arbeiterwohnung mit nach Hause nahm und sagte, ich mache sowas Ähnliches. Die schon existierenden Städten werden besucht. Krupp hatte, oder der Baumeister Krupps war in South Air und guckte sich das an, 1856 oder 57. Manchester und dann durch nach South Air. Auch die Architekten standen miteinander in Kontakt bzw. veröffentlichten Pläne. Man schrieb Pamphlete, ähnliche Dinge, in denen die Bauten beschrieben worden sind. Die Modelle werden ausgestellt, werden vorgestellt auf internationalen Kongressen oder eben durch kleinere Schriften. 1867 bei der Weltausstellung in Paris steht die Staubsche Arbeiterwohnung aus Kuchen als Modell da und gewinnt eine Silbermedaille. Oder zumindest eine Medaille, ich weiß nicht, was es da gab. Also ausgezeichnet für ihre Qualität. Es sind die einschlägigen Kongresse der Architekten, der Stadtplaner, der städtischen Gesundheitsbeauftragten, die sich ab Mitte der 50er Jahre regelmäßig auf europäischen Kongressen in europäischen Vereinigungen zusammenfinden und sich gegenseitig über die Fortschritte im jeweiligen Land bzw. in einzelnen Orten dann informieren. Der Informationsfluss geht sehr schnell und sehr konkret. Dazu treten noch, das sind jetzt diese, was ich hier Expertennetzwerke genannt habe, die Zeitschriften. The Builder in England, die Deutsche Bauzeitung, berichten regelmäßig über diese Modelle mit Grundrissen. Also einige von den Bildern, die Sie heute gesehen haben, sind tatsächlich aus diesen Zeitschriften aus den 1850er, 1860er Jahren direkt entnommen, wo eine neue Anlage in Frankreich, in England vorgestellt wird, mit Aufrisszeichnungen, mit genauer Beschreibung der Ausstattungsmerkmale und so weiter und so fort. Man kann also heute noch nachlesen, wie diese Wohnungen gewissermaßen vermarktet wurden als etwas Besonderes,
als eine Antwort auf einen Fortschritt. Jetzt sind wir hier heute in einer Vortragsreihe zur Geschichte Europas und europäischen Einigung. Was können diese Werkssiedlungen zur Sozialgeschichte oder zu einer sozialen Geschichte Europas beitragen? Es ist, wie gesagt, nur ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was unter dem Stichwort der Wohnungsfrage auf einer viel größeren, in einer viel größeren Dimension mit vielen, vielen anderen Beispielen diskutiert wird. Werkssiedlungen sind zudem ein Elitenprojekt. Die Fabrikanten, die dahinter stehen, sind sicherlich die, vielleicht nicht notwendig die soziale Elite, aber auf jeden Fall die wirtschaftliche, die finanzielle Elite des jeweiligen Landes. Spötter dürfen an dieser Stelle anmerken, Europa war immer nur ein Elitenprojekt. Da zeigt es sich mal wieder. Der Austausch darüber war natürlich auch geprägt von diesem Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts. Der Mensch hat seine Zukunft in der Hand und kann sie aktiv verbessern. Wir tun was daran. Das muss man auch mit einblenden, um diese Sache zu verstehen. Wenn wir aber uns den beschriebenen Zeitschriftenartikeln, Fachzeitschriftenartikeln, den Kongressen und so weiter zuwenden, kann man klar feststellen, dass diese Arbeitersiedlungen, Werkswohnungen Bestandteil einer paneuropäischen Diskussion waren. Die gehörten dazu, über die wurde gesprochen. Das waren Modelle, das waren Experimente, die es zu beachten galt. Als zweites ist diese langfristige Ausstrahlung zu nennen. Es blieb nicht bei diesen paar wenigen Modellen, sondern als die Modelle für gut und finanzierbar und kostengünstig, materiell wie immateriell befunden worden waren, strahlte es aus auf den Arbeiterwohnungsbau, den wir in Europa im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und bis hin in den Siedlungsbau des 20. Jahrhunderts finden. Und in der Stadtplanung, die Gartenstadt, hat ihren klaren Vorläufer in diesen Hausgärtchen und Grünanlagen, die wir dann finden. Und daher, und damit möchte ich schließen, wage ich zu behaupten, dass also auch ein Blick auf die vermeintlich kleinen Dinge, auf die Marginalien der europäischen Sozialgeschichte hilft, die sozialen Wurzeln Europas zu finden und vielleicht besser zu verstehen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielen herzlichen Dank, lieber Herr Frasch. Ich darf mal kurz Licht anmachen, auf diese Licht in die Saal hineinbringen. Vielen herzlichen Dank für einen sehr, sehr aussagekräftigen, sehr bitter, sehr gehaltvollen, sehr schwungvollen, sehr temperamentvollen Vortrag, wie man sich ihn wünscht, am Ende einer Vortragsreihe. Oh, ich spreche ein ganzes langes Semester. Herzlichen Dank. In Ihrer Bescheidenheit haben Sie gesagt, das sind nur kleine Ausschnitte, überschaubare Räume, überschaubare Einheiten präsentiert haben. Gleichwohl haben Sie präsentiert eine Alltagsgeschichte, eine Arbeiterwohngeschichte, eine Netzwerkgeschichte, eine Städtebaugeschichte und auch eine Elitegeschichte. Also im Grunde eine Histoire totale. Ja, kurz zusammengefasst, eine gesamteuropäische Dimension, nicht nur auf den Nordwesten Englands konzentriert. Das zeigt, wenn man vor Ort zusammenarbeitet mit Kollegen und dann die eigene Erfahrung aus Kontinentaleuropa einbezieht. Das wäre noch, denke ich, ein spannender Punkt, diese gesamteuropäische Dimension, diese paneuropäische Interaktion, wie Sie es gesagt haben, weiter auszuleuchten. Sehr schön haben Sie diese Netzwerkgeschichte aufgezeigt. Die Weltausstellung in London 1851. Was Städterepräsentanten erfahren, Expertennetzwerke entstehen, Printmedien berichten. Auch spannend, wie Sie gezeigt haben, die Motive, ja, das doch multifunktionelle Analyse-Interpretament. Was führt zu diesen Werksiedlungen? Die Nähe zum Arbeitsplatz, die Diversifikation, wie Sie es sagten, der Investitionen,
dass man an die Rendite dachte, aber auch die Immunisierung gegen den Sozialismus, der Kampf gegen den Sozialismus, auch der Paternalismus, Loyalitäten, 5% Philanthropie, ein Schuss war auch noch dabei davon. So haben sie ein breites Feld aufgezeigt, für das ich Ihnen nochmal ausdrücklich danke. Europagespräche heißt ab Diskussion, Mikrofone stehen bereit. Herr Parschel hat eines in der Hand. Herr Hümer, herzlichen Dank. Erheben Sie Ihre Hände und bringen Sie sich in Diskussion ein. Dann haben wir auch Europagespräche nach dem Vortrag. Herr Lippitz, bitteschön. Fragen kommen ans. Also, Sie können da weiter so agieren. Genau. Herr Lippitz. Hier sehen wir eine sehr große Richtung. Ich bin der Meinung, dass der Gartenstadtgedanke und damit der Selbstversorgergedanke viel, viel später gekommen ist. Bin ich da richtig? Ebenezer Howard schreibt sein Buch Cities of Tomorrow 1894-95. Aufbauend auf seinen Erfahrungen, er war nach Amerika ausgewandert, hat er da versucht, in einer Holzhütte in Montana zu überleben, ist gerade nochmal durchgekommen, guckte sich dann den Wiederaufbau Chicagos an und kam dann zurück nach London und hat dort dann sich mit den, wie soll man sagen, intellektuellen Zirkeln Londons beschäftigt und dazu gehört und seine eigenen Erfahrungen mitgebracht. Und aus diesen Diskussionen und einzelnen Leserbriefen, Beiträgen, die er in der Zeit geschrieben hat, also 1875, 76, 77, dann fängt er an, sich die Ideen zu entwickeln. Da gab es aber diese, also ich zögere ein wenig, dies als eine Gartenstadt zu bezeichnen, aber sie nimmt die Idee der Gartenstadt insoweit vorweg, als diese Arbeiterhäuschen, die wir hier haben, da teilen sich vier Familien, jeweils ein so ein Doppelhaus mit diesen Hausgärten, mit diesen grünen Wiesen, mit diesen Bäumen, das nimmt, das füttert die Idee in die Gartenstadt. Nochmal Nachfrage. Der Selbstversorgergedanke, den würde ich mal also so weit modifizieren, ich würde sagen Zuversorgergedanke. Also man lebte nicht von den Kartoffeln allein und von den Hühnern, die man vielleicht hinten im Hühnerstall hatte, sondern es linderte ein bisschen der Selbstversorgergedanke. Ich glaube, den müssen wir tatsächlich wesentlich später ansehen. Wesentlich später. Eine Frage an Herrn Farsch. Bitte schön. Ingenieur Kürz. Bitte schön. Bitte. Etwas später, also Anfang des 19. Jahrhunderts, sind ja dann in Deutschland viele Werkswohnungen entstanden, eine Werkssiedlung entstanden. Wir haben ja unmittelbar eine vor der Haustür in Ahrfeld. Und der Unternehmer Benscheid hat sich ja damals sehr, sehr dafür verbürgt, seine Arbeiter zu binden, weil er gesagt hat, das höchste Gut, was ich habe, sind nicht mein Geld und die Fabrik, sondern das sind meine Arbeitskräfte. Social Capital, Unternehmensberater heute dazu sagen. Und daher frage ich mich, Sie sprachen von einer hohen Fluktuation. Damit hat Benscheid, die zum Beispiel gewohnt, der hatte nie Schwierigkeiten mit Arbeitskräften. Und so lief das ja noch bis in die 70er Jahre. Heute ist das ein bisschen verschwommen. Man spricht heute immer noch von der Fagus-Familie. Das passt also genau in diesen rein. Und er sagte, diese Wohnung, die waren hier bescheiden und sie haben das gezeigt, aber die waren das Eigentliche, um die Arbeitskräfte zu binden. Er sagt auch, ihnen mehr Geld zu geben, er nannte das sogar die Versaufnis. Sie müssen vernünftig leben. Und er hat ja auch in seinem Werk in Eifeld, in der Schulessenfabrik, als erster in der ganzen Umgebung hier ein Dusch- und Wannenbad eingerichtet, wo jeder mit seiner Familie einmal die Woche hinkommen müsste. Und da mussten sie für 5 Pfennig baden und duschen. Wann war das denn? Ich hab das war nach 1910, also 1914. Ah, okay, gut. Ich
Ich habe nämlich noch ein bisschen in der Vorbereitung auf meinen Vortrag heute geguckt, ob ich irgendwo im Großraum Hannover in Design irgendetwas finde, das ich Bezug nehmen kann. Es ist mir nichts untergekommen, was vor 1900 gewesen wäre. Aber ich setze mich hier über der Kritik der lokalen Kenner aus, wie ich weiß. Aber es ist gar keine Frage, dass diese Idee der Arbeitersiedlung, wie sie in der Zeit, die ich beschrieben habe, entwickelt worden ist, dann tatsächlich als allgemeingültiges Prinzip mit allen Vorteilen, die damit kamen. Und das kann durchaus im Einzelfall eben viel stärker das Prinzip der Bindung der Arbeiter an die Firma gewesen sein. Das wird allgemeingültig. Wir finden in diesem Zeitraum 1890 bis noch in die 20er Jahre in Deutschland in jeder größeren Industriestadt mindestens eine Arbeitersiedlung dieser Art. Neben den genossenschaftlichen Baumodellen, die es dann auch schon gibt in den Kommunalen. Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, die durch sein soziales Verhalten, durch die bessere Bedingung für die Familie ist, und auch in seinem Werk, ist die sind die Arbeitsumfälle um 90% so geringer. Und da spielt da alles eine ganz, ganz große Rolle. Okay. Ja, das ist ein guter Punkt, den hatte ich bisher noch nicht mit eingeblendet. Ja. Man liest ja auch immer Licht, Luft und Reinigkeit. Mhm. Ja. Dankeschön, wir haben eine weitere Frage im Publikum daher mit dem blauen. Liegen Erkenntnisse und Zahlen vor, wie viel Prozent seines Einkommens der Arbeiter für eine Wohnung aufbringen müsste und wie ist die durchschnittliche Größe einer Wohnung? Jetzt haben Sie mich voll erwischt. Ja, ich war in ganz vielen Drittel, wie groß waren die? Relativ klein nach heutigen Maßstäben, aber da ist dann jetzt auch noch eine Sache, dass wir heute 50 Quadratmeter pro Kopf sozusagen als Grundvoraussetzung ansehen. Darunter leben wir beengt. Sie waren sehr klein, ich würde sagen 60 bis 70 Quadratmeter auf beiden Stockwerken zusammen. All in. Mit Vorraum, mit dieser, bin ich extra darauf eingegangen, in manchen Häusern war es ja zu sehen, im Grundriss dieser, man kam rein, dann war gleich rechts dieser Waschraum, Küche, also der Wasseranschluss sozusagen gleich im Eingangsbereich, sehr kleine Küchen, Fliesenwasserbereiche würden wir eigentlich sagen. Die waren vielleicht so 4 Quadratmeter groß oder so. Sicherlich nicht größer. Zwei Generationen. Im Regelfall 2 Generationen. Das Zusatzbett unter der Treppe, da konnte noch die Oma arbeiten. Ja. Und wie viel Prozent deines Einkommens musste er? Jetzt wird es spannend. Wir haben noch so 2 Orte gefunden, und zwar für Aykroyd. Und das war, also dieser, was ich gezeigt habe mit diesem Schlussstand und so weiter, das richtete sich vor allen Dingen an die Facharbeiter, also an die besser bezahlten und daher auch mit höherem Einkommen. Es waren, glaube ich, knapp über 10%, ich meine 12%. Das müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Für andere haben wir keine Angaben gefunden. Also da ist es sehr, sehr schwer, da wirklich verlässliche Angaben zu finden. Ja, die eine Frage hat sich eben schon erledigt, die circa Größe der Wohnung wurde eben schon mal angesprochen. Das andere, ich war vor circa einem Jahr mal in Kensington, war sehr verwundert, dachte, das sind ja hier sehr gediegene Bürgerhäuser und man geht die Straße entlang und das eine sah so aus wie das andere. Ich dachte, hier muss irgendetwas anders sein. Ich vermute, das ist so eines von diesen 4 Parteienhäusern, die heute vielleicht sehr wohlhabende Bürger auch alleine bewohnt, also das sah recht gediegen aus, so Kensington, weiß man ja, da wohnen nicht die Ärmsten. Ja, das ist so richtig so, dass es zum Teil heute in anderer Nutzung sich befindet, als es früher angedacht war. Aber vielen Dank für diesen aufschlussreichen Vortrag. Weitere Fragen bitte. Ja, hinter Ihnen Herr Paschus, Herr Ortmann, der nächste Sprecher ist. Ich habe eine Frage zu den Werkssiedlungen, zu den Arbeitersiedlungen und vor allem speziell zu den Ausstattungen der Gemeinschaftseinrichtungen. Sie haben unter anderem die Bibliotheken erwähnt. Mich würde, darüber haben Sie nichts Näheres gesagt, Sie haben lediglich
das Wort genannt. Mich würde interessieren, wie war denn nun die Ausstattung der Bibliotheken? Welche Art von Bücher waren es? Vor allem auf dem Hintergrund der sozialen Frage. Das war ja ein heißes Eisen. Ich kann mir vorstellen, dass man die Arbeiter nicht zu sehr bilden wollte. Wenn ich mal das Plakat schon steht, Bildung öffnet Türen. Trifft das da auch zu? Wohl kaum. Also speziell, wie war die Ausstattung der Bibliotheken? Welche Art von Büchern waren es? Gut, wir haben für die Bibliotheken oder Lesesäle, die es gab, meines Wissens keine zeitgenössischen Verzeichnisse. Also ich kann tatsächlich nichts dazu sagen, was konkret darin gestanden haben könnte. Aber Public Library Act in Großbritannien 1850 erlaubt den Kommunen den Bau von Stadtbibliotheken mit öffentlichen Mitteln, mit öffentlichen Steuern. Manchester ist natürlich eine von den ersten Städten im Land. 1851, 52 wird die erste Bibliothek eröffnet und bestückt. Die ersten angeschafften Bücher betreffen tatsächlich die Aus- und Weiterbildung, also die Technik, es sind technische Traktate, es sind Traktate zu Manchesters Baumwolle, Spinnen, Weben, Drucken, Färben und so weiter. Es betrifft Bücher zur Physik bzw. zur Naturwissenschaft ganz allgemein. Das ist der eine Bereich, der angeschafft wird in der ersten Stadtbibliothek in Manchester. Der zweite Bereich bei der Belletristik bewegen wir uns natürlich, oder sind wir den guten, wahren, schönen verpflichtet, den gottgefälligen und den familienverbundenen, kindgerechten und so weiter. Also da wird die Literatur nach solchen Gesichtspunkten ausgewählt, um also die geistige Erziehung des Menschen zu fördern. Vielen Dank. Das ist der erste Bibliothekskatalog von Manchester 1874 oder 75 oder wann der erstellt worden ist. Das sind so die beiden Großbereiche, die sich darin finden. Ich denke mal, dass eine Bibliothek in einem Lesesaal in einer Werkssiedlung nach ähnlichen Grundsätzen ausgestattet worden ist. Vielen Dank, Herr Rasch. Bitte. Noch eine Frage zu den Wohnungen. Größe, Miethöhe, haben Sie ja schon etwas zu gesagt. Auszug, das heißt natürlich bei Arbeitgeberwechsel ganz klar. Wenn Sie jetzt sagen, es war eine Rezession wirtschaftlich und Sie konnten die Mieten nicht tragen oder wurden die Mieten reduziert. Und was passiert mit den Leuten im Alter? Kamen sie dann in die entsprechenden Altersheime oder mussten sie raus sein, wenn sie nicht mehr im Arbeitsprozess eingebunden waren oder nicht mehr so eingebunden sein konnten, um den vollen Lohn zu bekommen? Mhm. Es gibt aus Salt Air ist tatsächlich belegt, dass die Arbeiter in der Rezession, das war also die Cotton Famine, die hat Salt Air nicht so stark betroffen, weil Salt ja mit Alpaka gearbeitet hat, sehr stark, der war nicht so sehr von der Baumwolle abhängig. Allerdings die Great Depression von 1880 hat auch Salt Air und die Alpaka-Fabrik von Salt stark betroffen. Er hat seine Arbeiter zu reduzierten Mieten weiterwohnen lassen. Das hat also sofort reagiert. Der wusste, was los war. Die Absätze waren nicht mehr da. Und die Arbeiter, er musste kurz arbeiten, die Arbeiter verdienten nicht mehr so viele. Also war ihnen die Miete ebenfalls parallel mehr oder weniger reduziert. Wie es genau funktionierte auf dem Weg aus der Wohnung ins Altenheim sozusagen, da habe ich wissentlich nichts zugelesen, aber ich denke mal, dass diese Wohnungen, die ja nun relativ gut ausgestattet waren und von der Größe her auch für mehrere Personen als nur zwei oder gar einen allein gedacht waren, also wenn der Zustand eingetreten ist, denke ich, dann kam irgendwann mal das Angebot, Software hatte ein Altenheim. Bromborough Pool ebenfalls. Habe ich heute nicht erwähnt, ein kleines Häuschen mit 9 Zimmern, 8 Zimmern, wo man dann als Witwer oder Witwe eben einziehen konnte. Wenn man nicht bei den Kindern wohnen konnte oder wo auch immer. Also die Möglichkeit gab es. Ich
denke mal, das wird sehr pragmatisch gehandhabt worden sein. Aber es ist nicht als gegen Bezahlung wieder im Altersheim, das ist der Sozialversicherung gar nicht. Ja, aber die Leistungsangehörigen durften also zu äußerst geringen Konditionen dann dort weiter wohnen. Und wenn es vorher Veranstaltungen war, wenn nicht, was dann? Ja, gut. Ich nehme die Frage mit nach Hause, dann guckst du nochmal nach. Also über die Altenfürsorge in Arbeitersiedlungen in der Zeit haben wir, also ist noch gar nichts gearbeitet worden. Ich würde meinen Studenten drauf ansetzen. Wo macht man das doch, oder? Der Tag eines Historikers hat nur 24 Stunden. Es tut mir leid, es gibt noch sehr viel zu erforschen. Danke für die kritischen Nachfragen. Herr Ehmann, ich habe noch eine Frage zu die Ausstattung und so weiter. Was für Impulse haben die gesetzt auch im städtischen Wohnungsbau und auch für andere Modelle, wo man zum Beispiel auch Wohnungseinheiten auch im Handel hat? Ich nehme mal das Beispiel, was Emil Solar im Paradies der Damen beschreibt, wo die den Fliesen oben im Gebäude selber wohnten. Also was für Impulse hat es dann gegeben, für städtische Lösungen, beziehungsweise auch später für die Ausstellung, ich gehe auf das 20. Jahrhundert zurück, Frankfurter Küche zum Beispiel. Mhm. Da muss ich wirklich passen, weil wir diesen Weg nicht weiterverfolgt haben. Es wäre sehr, sehr schwierig geworden, weil es eben so viele Ansätze auch gab. Also wir haben noch ein bisschen Liverpool uns angeguckt. Liverpool fängt 1867, 68, 69 an mit dem kommunalen Arbeiterwohnungsbau. Als erste Stadt in Großbritannien, wo also wirklich die Stadt selber in Vorleistung tritt und baut, um die, es geht natürlich um die Hafenarbeiter in Liverpool vor allen Dingen, um denen angemessene Wohnungen zu bieten. Und die Standards, Liverpool hatte auch als erste Stadt Großbritanniens einen kommunalen Medical Officer, einen Gesundheitsbeamten, der tatsächlich den Wohnungsbau bewachte. Und einige von den Standards, die eben im Sort Air und so weiter entwickelt worden waren, insbesondere, wie gesagt, es geht sehr stark immer um fließend Wasser in der Wohnung. Die Wasserversorgung, die Reinigkeit, das Waschen an sich, darauf wurde großen Wert gelegt. Die Liverpooler Wohnungen hatten eben auch dann fließendes Wasser oder Wasserstellen im Haus. Vielen Dank. Bitte. Hallo. Wie kommt es, dass die Aufmerksamkeit für die Lebensumstände der Arbeiter erst entsteht, wenn diese Industrialisierung in Entspannungsphase eintritt? Oh, das ist eine gute Frage. Wir sind immer erst hinterher schlau. Nein, also zum einen musste die soziale Frage sich zunächst natürlich auch erstmal äußern. Die Industrialisierungsphase in England in dieser Zeit, ich habe gesagt 1790 bis etwa Ende der 1820er Jahre, war ungestüm. Begleitet von einer ebensolch ungestümen demografischen Entwicklung. Also es baute sich sozusagen erst langsam auf. Auch der Wohnungsmarkt hat eine gewisse Elastizität. Also die 10. Person auf 10 Quadratmetern irgendwie zum Schlafen zu bringen, ist irgendwie auch noch möglich. Kennen wir alle aus unserer Studentenzeit. Wenn wir ein paar Kumpels zum Übernachten da waren, hat immer noch irgendwie funktioniert. Ja? Bis eben so der Punkt erreicht ist, wo es wirklich nicht mehr geht. Beziehungsweise wo dann eben auch, und deswegen habe ich auch auf diesen Chadwick Report, der sozusagen die erste nationale Untersuchung ist und der eben Daten gesättigt auf empirischer Grundlage zeigt, wie die Sterblichkeitsrate hochgeht, wie die Kindersterblichkeitsrate hochgeht, wie die Lebenserwartung sinkt. Und also wie sozusagen die harten empirischen Fakten noch da draufgesetzt werden, sodass man die Augen nicht mehr länger verschließen konnte. Also man musste sozusagen sich den Regierungshut aufsetzen und aus der Sicht des Parlaments auf diese Sache gucken, man wird erst aktiv, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Und man darf auch nicht vergessen, nicht wenige der Parlamentarier waren die Fabrikanten, die im Nordwesten, also die Wahlrechtsreform von 1837 hatte einige von denen dann ins Parlament gebracht dann auch. Damit kam so das Sachverstand dann auch noch mit dazu. Also die haben gesagt, Leute, es geht nicht mehr. Zusatzfrage, wie sah es eigentlich aus mit Landflucht und Urbanisierungsgrad? Kann man das in Korrelation bringen zu der Frage, warum das Thema soziale Frage
wirklich breitere Dimensionen annimmt, im Laufe der 40er Jahre dann kulminiert in einer Phase, wo die Industrialisierungsphase irgendwo den Höhepunkt überschritten zu haben scheint. Ja, also es werden nicht mehr so viele neue Fabriken dazu gebaut und so weiter, sondern es tritt so eine gewisse Sättigung erstmal ein. Die Landflucht geht weiter, die Urbanisierung geht weiter, allerdings sind die demografischen Zahlen, die wir für die Städte haben, also für Manchester oder so, zeigen nicht mehr diese Wachstumsraten auf, die wir in den Zensusdaten von 18.1, 11, 21, 31 dann finden. Das geht etwas, also so ein Anstieg und dann kommt so eine etwas flachere Kurve und dann kommt in den 70er Jahren nochmal etwas stärker, 60er, 70er etwas stärker Anstieg. Die Zahlen, die Zensuszahlen spiegeln natürlich eine gesamtdemografische Entwicklung wider. Wir können da Landflucht schlecht daran festmachen. Ich meine mich zu entsinnen, dass die zweite Wachstumsphase in den 1860er, 70ern durch ländliches Wachstum, demografisches Wachstum auf dem Lande getragen wird. Können Sie jetzt aber nicht mehr mit endgültiger Sicherheit sagen. Man spricht ja von dem Phänomen des Pauperismus. Und damit meint man eigentlich die Verarmung am Land. Ja. Die Menschen zwingt, in Städte zu gehen und sich dort bessere Chancen zu erhoffen. Frage zu haben. Herr Eber. Ich habe noch auch eine Frage zu diesem Business- und Sozialleben in diesen Siedlungen. Zum einen ist es ja bekannt, dass es hier in Deutschland immer Betriebssportvereine gab, Betriebsmusikvereine. Es gibt, soweit ich weiß, bei den Minen gab es in Großbritannien so Minenkapellen, Grandford Colliery Band zum Beispiel, ist sehr bekannt für den Breath of. Und das ist es halt, ist auch eine Parallelentwicklung. Und das Zweite, um Herrn Gelers Frage nochmal anzuknüpfen, vor allem in der Anfangsphase, wie groß ist das Einzugsgebiet, also diese Mischung von den Regionen in diesen Siedlungen? Also habe ich welche da aus Yorkshire, aus Berwickshire, aus Essex und so weiter. Wie groß ist dann vor allem in der Anfangsphase das Einzugsgebiet? Vereinswesen, ja, ganz klar. Musik, Chöre, Sport. Also Bowling, Fußball ist noch nicht so, beziehungsweise es gibt noch keinen Fußball im eigentlichen Sinne. Der kommt dann erst in dieser Phase, aber es gibt natürlich Bowling, man spielt Cricket und so verschiedene Ballspiele, man trifft sich. Sonntagnachmittag ist immer so der Zeitpunkt auch für solche Dinge, morgens dann in der Kirche zu sein und nachmittags ist dann Zeit für anderes. Das ist ganz klar, nicht in dem Maße, wie wir es in Deutschland in derselben Zeit dann haben. Also das deutsche Sport- und Turnwesen nimmt ja in den 1860er Jahren den großen Aufschwung. Da finden wir keine Parallelen in England zu. Also das Vereinsleben ist mehr so ein deutsches Phänomen, wage ich mal zu sagen. Zustrom ist ganz schwer zu ermitteln, weil wir eben immer nur in England diese Schlaglichter aus dem Zensus haben. Und dieser 10-Jahres-Zensus ist ein sehr grobmaschiges Netz. Von dem, was ich mir angeguckt habe, das betrifft South Air, ich habe mir auch eine Magisterarbeit an den Studenten angeguckt, um es ganz genau zu sagen, zeigt eine ungefähr 50-50-Verteilung aus, sagen wir, lokal begrenzten Zustrom, also 15, 20 Kilometer Umkreis und von weiter her. Also dann tatsächlich North Yorkshire oder East Riding oder Cumbria, Northumberland und andere Regionen. Kann es jetzt nur als sozusagen ein kleines Schlaglicht, es könnte in anderen Siedlungen ganz anders gewesen sein. Vielen Dank. Ich hätte auch eine Frage. Hoffentlich eine nicht zu gemeine oder gar fiese Frage. Nein. Sie haben gesprochen von einer gesamteuropäischen Dimension, noch deutlicher von einem paneuropäischen Interagieren. Bei Paneuropa läuft nämlich sofort auf, Kulturvokalär in Paneuropa, das war von Portugal bis Polen. Und bei Gesamteuropa denken wir nämlich heute, wir haben die Europäische Union, Mittelosteuropa, vielleicht auch noch Südosteuropa. Frage, kann man das wirklich sagen? Ist nicht diese Entwicklung, die Sie gezeigt haben, das waren überschaubare Einheiten, die Sie beschreiben, sondern kleine Ausschnitte, die Werkssiedlung, eigentlich Ergebnis der Industrialisierung.
während wir in Mittel- und Ost- und Südosteuropa ja eine sehr verzögerte, verspätete Industrialisierung haben. Gibt es da sowas überhaupt? Ich frage aus purer Unkenntnis. Werksiedlungen in Polen, Werksiedlungen in Rumänien, Werksiedlungen in Ungarn. Tschechei? Tatam. Tschechien! Ha! Also oh, Tschechien! Tschechien! Böhmen! Ja. Tatam, die Tatam-Werksiedlung. Das war ich mir. 30er Jahre. 1930er Jahre. Das ist immer Mitteleuropa. Ja, ja. Mitteleuropa. Also die Idee dieser Werksiedlung, wie gesagt, greift dann weiter aus. Ich muss das nochmal präzisieren, glaube ich, weil was ich mit gesamteuropäisch meinte, war dieser Austausch zu dieser Zeit in den von mir aufgezählten Foren, dass man sich eben, dass die städtischen Ingenieure haben ihren eigenen Kongress, die Gesundheitspolitiker haben ihren eigenen Kongress, Mediziner, Gesundheitspolitiker, die Statistiker haben ihren europäischen Kongress, da werden demografische Daten ausgetauscht. Die treffen sich in regelmäßigen 2 bis 3 Jahresabständen. Wir produzieren Schriften, die Architekten schreiben über ihre Bauten, die Industriellen stellen ihre Siedlungen auf der Weltausstellung vor in Paris, wie die Kuchen. Das meinte ich mit gesamteuropäisch, weil diese Ausstellungen, diese Kongresse werden, und jetzt können Sie mich aber nochmal packen und sagen, waren da aber auch Polen zugegen oder Tschechien oder ähnliches? Genau, wo bleibt der Böhme? Ich weiß es nicht, da müsste man nochmal hingucken. Aber da ich davon ausgehe, dass also die Verstädterung auch in Zentral-, Osteuropa, Südeuropa durchaus ein reales Phänomen war, also auch Mailand schon auf dem Weg zu einer Industriestadt war, gehe ich davon aus, dass wir auch den italienischen und neben dem schwedischen auch den italienischen und eben den polnischen Vertreter dann aus Warschau oder ähnlichem dann da haben. Müssen Sie mir jetzt so glauben, ohne dass Sie es nicht. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, dass über 10 Jahre Europagespräche irgendwie abfärben auf das Auditorium und eine gezielte Fragestunde hier fast eingeleitet haben, jedenfalls den. Der Referent nochmal richtig auf den Zahn gefühlt und getestet, was er alles weiß. Sie haben es mit Bravour bestanden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für auch eine engagierte, schwungvolle, temperamentvolle, gehaltvolle Diskussion. Dankeschön.